Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 76, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über das Programm Starke Heimat Hessen. Und als erstes darf ich den Kollegen Decker zur Berichterstattung bitten. Herr Kollege Decker feiert noch Geburtstag von Sonntag. Kann das jemand übernehmen von den Kollegen? Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über das Programm Starke Heimat Hessen, Drucksache 20784. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Abg. Rudolph, für die Berichterstattung. Und als erstes hat sich der Abg. Gagel von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! In meiner Rede vor 3 Monaten wies ich bereits schon auf die massiven rechtlichen, wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Defizite des Gesetzentwurfs von CDU, Bündnis 90 Grüne hin. Es ist schon sehr verwunderlich, dass diese Koalition die berechtigte Ablehnung des Gesetzes durch den Hessischen Städtetag und der Mehrzahl seiner Bürgermeister komplett ignoriert. In der Anhörung im Haushaltsausschuss haben sich von 39 Gemeindevertretern nur ganze 4 für ihr geplantes Gesetz ausgesprochen. Das sollte Ihnen einmal zu denken geben. Nun hat das Finanzministerium ein Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs in Auftrag gegeben. Es scheint also so zu sein, dass das Ministerium selbst an der Verfassungsmäßigkeit zweifelt. Mit Recht. Denn das Gutachten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes äußert sich in eine völlig andere Richtung und steht Ihrem Vorhaben diametral gegenüber. Damit sollte spätestens jetzt klar sein, dass Sie sich unter der Familie der Kommunen keine Freunde gemacht haben. Denn die Kommunen sehen ihre Gewerbesteuer als ihr Geld an, im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung. Man kann resümieren, 3 Monate später und kein bisschen weise. Das scheint Ihr Motto bei diesem Gesetz zu sein. Die wirtschaftliche Intention des Starke Heimat Hessen-Gesetzes ist eine Stärkung der Landesfinanzen und eine Stärkung der politischen Agenda der schwarz-grünen Landesregierung mit Mitteln, die originär in den Kommunen erwirtschaftet werden. Das ist doch der Kern Ihres Anliegens. Sie wollen die Kommunen zwingen, ca. 200 Millionen € Finanzmittel an das Land abzuführen, um sie hinterher wieder in großzügiger Geste mit bürokratischen Genehmigungsverfahren zweckgebunden an die Kommunen auszuschütten. Der Effekt ist, dass die Kommunen die aus dem Auslaufen des Solidarpaktgesetzes Ende 2019 erhöhte Gewerbesteuerumlage nicht direkt für eigene Projekte wie z.B. die Senkung oder Abschaffung der Straßenbaubeiträge oder der Investitionen in den kommunalen Wirtschaftsstandort verwenden können. Wie ich in der ersten Lesung bereits schon ausgeführt habe, ist das Land Hessen bei dem Verhältnis von Investitionsausgaben und Gewerbesteuereinnahmen bundesweit auf dem letzten Platz. Während z.B. Hamburg 2017 den Betrag von 51% mehr investierte als Gewerbesteuern eingenommen wurden, gaben die Kommunen in Hessen den Betrag von 53% ihrer Gewerbesteuereinnahmen nicht für Investitionen, sondern für andere Zwecke aus. Warum wohl? Weil die finanzielle Unterstützung des Landes auf kommunaler Ebene fehlte. Dieses Missverhältnis wird sich mit Ihrem Starke Heimat Hessen-Gesetzentwurf noch verschärfen. Neben dem offensichtlichen Investitionsstau sind die von Ihnen als förderwürdig eingestuften Projekte für die eine oder andere Gemeinde irrelevant oder unzutreffend. Die Stärkung der Kinderbetreuung, Schaffung von Verwaltungskapazitäten in den Schulen, Digitalisierung der Kommunen,
Erhöhung der Krankenhausinvestitionen und die kontinuierliche Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sind Maßnahmen, die Ihr Gesetz als förderwürdig einstuft. Ich frage Sie, sind diese Investitionen von kommunaler Verantwortung oder ist hier eigentlich das Land gefordert? Und was ist mit Gemeinden, die keine Schule und kein Krankenhaus mehr vor Ort haben? Was geschieht mit dem Geld, das nicht allokiert werden kann? Verbleibt das dann einfach im Landeshaushalt? Der zweite Effekt Ihres Gesetzesvorschlags ist, dass die Landesregierung singulär bestimmen kann, welche Kommunen wie viel Fördergelder genehmigt bekommen. Damit erhält die Landesregierung zum Nachteil der Kommunen einen finanzpolitischen Hebel, um Druck auf sie ausüben zu können. Je nach Verhalten der einzelnen Kommune fließen mehr oder weniger Fördergelder. Sie haben damit die Macht, das Land Hessen in gute und schlechte Kommunen einzuteilen. Das widerspricht gravierend dem Prinzip der Subsidiarität, das im Grundgesetz verankert ist. Daher mein Appell an die Regierungsfraktionen, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück, belassen Sie die Gewerbesteuer bei den Kommunen, so wie sie vor Ort erwirtschaftet wird. Es wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung, gerade im Sinne grundgesetzlicher Prinzipien. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Vohl von der Fraktion der AfD zu Wort gemeldet. 5:18 Minuten sind noch übrig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Lassen Sie mich gleich zu Beginn in aller Deutlichkeit sagen, das Gesetzesvorhaben der Landesregierung Starke Heimat Hessen ist nichts weiteres als ein einfacher Hütchenspielertrick. Das Programm ist kein Gewinn für die hessische kommunale Familie, weder inhaltlich noch rechnerisch. Mit dem Gesetz sollen die Kommunen um einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen gebracht werden, dies aber ohne rechtlichen Grund. Denn die Landesregierung kann sich hierfür auf keine wirksame Rechtsgrundlage berufen. Bis vor Kurzem war die Welt noch in Ordnung für die hessischen Städte und Gemeinden. Mit Vorfreude erwartete man die Wiederherstellung des Status quo ante, den Zustand also, als die Gewerbesteuerumlage noch normal war und nicht erhöht, um die Gewerbesteuerumlage des Bundes, die mit der sogenannten Solidarpaktumlage zur Finanzierung der Wende an die neuen Bundesländer abfloss. Die Bundesregierung bekräftigt, dass es in § 6 Absatz 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz angeordneten Senkung der Gewerbesteuerumlage bleibt. Denn, ich zitiere, es sei 30 Jahre nach Vollendung der Einheit Deutschlands nicht zu rechtfertigen, weiterhin zwischen alten und neuen Ländern differenzierten Regelungen zu treffen. Zitat Ende. So der Bundesfinanzminister in seiner Antwort zur Kleinen Anfrage der FDP vom 1. Oktober letzten Jahres. Klar ist, dass die Landesregierung mit dem Gesetzesvorhaben massiv in die durch Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geschützte Finanzhoheit der Städte und Gemeinden eingreift. Zudem verstößt die Heimatumlage gegen das verfassungsrechtlich verankerte Subsidiaritätsprinzip. Nach diesem Prinzip soll alles, was vor Ort geregelt werden kann, am besten auch dort geregelt werden. Dies trifft aber auf den frei werdenden Anteil der Umlage an der Gewerbesteuer für Städte und Gemeinden zu. Denn die Gemeinden können durch das zu erwartende Mehr an Einnahmen aus dem Wegfall des erhöhten Anteils des Bundes an der Gewerbesteuer ihre kommunalen Projekte finanziell besser ausgestalten als vorher. Dazu benötigen sie keine Vorgaben der Landesregierung, die mit ihrer Initiative zur Heimatumlage nur das funktionierende dezentrale Aufgabenverteilungsprinzip des Landes auf die Städte und Gemeinden durchbrechen und für ihre eigenen Zwecke systemwidrig finanziell ausnutzen will. Es fehlt der Landesregierung für die Heimatumlage an einer formalen Gesetzgebungskompetenz. Das deutsche Grundgesetz sieht nämlich nicht vor, dass sich eine Landesregierung Mittel von deren Städten und Gemeinden nehmen kann, die vom Bundesrecht her ausschließlich den Städten und Gemeinden zustehen. Die Umlage
Die Umlage zur Gewerbesteuer kann nur durch Bundesgesetz geregelt werden. So sieht es ausdrücklich Artikel 106 Absatz 6 Satz 5 des Grundgesetzes vor. Durch § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundes werden dann die Einzelheiten zur Umlage geregelt und eben nicht durch ein Landesgesetz. Zur Schaffung des Gesetzes Starke Heimat Hessen stützt sich die Landesregierung nur hilfsweise auf den Artikel 106 Absatz 6 Satz 6 des Grundgesetzes. Dieser kann zwar Ermächtigungsgrundlage zur Schaffung einer Kreisumlage für Gemeinden sein, nicht aber für die Generierung einer Gewerbesteuerumlage auf Landesebene. Denn diese würde die Regelung des Bundesgesetzgebers zur Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzierungsreformgesetzes zuwiderlaufen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist damit verfassungswidrig und somit nichtig. Für die Richtigkeit dieser Feststellung birgt allein schon Artikel 31 des Grundgesetzes. Dort heißt es kurz und bündig, Bundesrecht bricht Landesrecht. Nichts anderes hat auch hier zu gelten, meine Damen und Herren. Vor diesem Hintergrund verstehen viele Bürgermeister der Städte und Gemeinden die Gesetzesinitiative Starke Heimat Hessen als groben Undank der Landesregierung für ihre jahrzehntelange finanzielle Unterstützung zur Konsolidierung des deutschen Finanzsystems infolge der deutschen Einheit. Das Gesetzesvorhaben der Landesregierung mit der euphemistischen Bezeichnung Starke Heimat Hessen kann daher nur als misslungener Hütchenspielertrick gewertet werden. Wir, die Fraktion der AfD, werden daher diesen Gesetzentwurf Starke Heimat Hessen entschieden ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vohl. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Weiß von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Anhörung, die wir vor Kurzem hier in diesem Saal zu dem Gesetzentwurf hatten, die hat zwei große Kritikpunkte ergeben. Der erste ist der Verstoß gegen die kommunale Selbstverwaltung. Sie wollen den Kommunen im nächsten Jahr 300 Millionen € wegnehmen. Sie sagen, es kommt alles zurück. Erstens stimmt das nicht. Zweitens, dazu komme ich aber noch. Zweitens, was zurückkommt, kommt nur nach Gutdünken zurück und mit Zweckbindung. Das führt dazu, dass selbst Bürgermeister, deren Kommune eigentlich Gewinner von diesem Programm sind, das Gesetz ablehnen. Das haben wir hier in der Anhörung erfahren. Aus grundsätzlichen Erwägungen wegen dem Verstoß gegen die kommunale Selbstverwaltung. Und diese Bürgermeister mussten sich in der Anhörung dafür von Herrn Kaufmann und Herrn Reul sogar noch agitieren lassen. Die verfassungsrechtlichen Bedenken, die vor allem der Städte- und Gemeindebund dezidiert vorgetragen hat, die konnte auch ihr eigener Gutachter nicht ausräumen, der im Haushaltsausschuss zugeben musste, dass er nur behauptet hat, dass kein Verstoß gegen das Übernivellierungsverbot vorliegen würde, das aber gar nicht für die betroffenen Kommunen gerechnet hat. Und überhaupt noch zu dem Gutachten. Das war ein weiterer von bereits vier Akten von Tarnen, Tricksen und Täuschen dieser Landesregierung im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf. Vier. Der erste Akt war das Video, das der Finanzminister hat produzieren lassen, um den Fraktionsentwurf zu bewerben. 4.500 € netto hat das gekostet aus dem Haushaltstitel Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Ministers für ein Fraktionsgesetz. Die Begründung war, dass die Idee der starken Heimat von der Landesregierung gekommen wäre und die Fraktionen von CDU und GRÜNEN die Idee der Regierung nur gesetzgeberisch aufgegriffen hätten. Der Abgeordnete Kaufmann hat aber im letzten Haushaltsausschuss zugegeben, dass das Gesetz gar nicht von den Fraktionen sei, sondern natürlich im Ministerium geschrieben worden sei. Regierung, Parlamentsfraktionen, alles eins bei Schwarz-Grün, und die Opposition wird mit solchen Antworten für dumm verkauft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der,
Der zweite Akt in der Desinformationskampagne dieses Finanzministers sind die Tabellen, die Herr Dr. Schäfer am 2. September hat an alle Bürgermeister verschicken lassen. Auf 11 Seiten steht da winzig klein geschrieben, um welchen Betrag dort jede Kommune angeblich profitiert. Der Städtetag hat in der Anhörung gegen Ihre Berechnungen zu Recht massiv protestiert, Herr Finanzminister, weil Sie das Viertel vom Zuwachs der Gewerbesteuereinnahmen, das Sie mit der Heimatumlage gar nicht abschöpfen, einfach mit als Verbesserung in das Programm hineinrechnen. Das ist höchst unseriös, Herr Finanzminister. Und wenn Sie so etwas nötig haben, dann zeigt das nur, wie wenig Substanz dieser Gesetzentwurf hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine weitere Darstellung in den Tabellen, die mit Seriosität aber mal gar nichts zu tun hat, sind die Zuweisungen für die Krankenhausinvestitionen. Sie teilen diese den Standortkommunen als Zuwachs an Mittel zu, obwohl viele von denen das Geld gar nicht bekommen. Denn das Geld geht an die Träger. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das kommunale Geld geht an die privaten Träger. Am Beispiel Bad Schwalbach. Die Stadt Bad Schwalbach finanziert mit ihren Gewerbesteuern die private Helios, die gerade in Bad Schwalbach ihr Krankenhaus dicht gemacht hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann doch wohl nicht wahr sein, diese Art und Weise. Wir haben das einmal überschlägig berechnet. Wir gehen davon aus, dass bei den 35 Millionen € pro Jahr, die hier für die Krankenhausinvestitionen vorgesehen sind, 15 Millionen € an private Träger gehen. Die gehen also gar nicht an öffentliche Krankenhäuser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 11 von 13 Flächenländern geben mehr Geld für Krankenhausinvestitionen aus als Hessen. Hessen ist da auf dem vorletzten Platz in Deutschland. Stemmen Sie die nötigen Krankenhausinvestitionen gefälligst aus eigenen Mitteln wie die anderen Länder und lassen Sie dafür die Finger vom Geld der Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Gutachten ist das dritte unfaire Manöver des Finanzministers. Das Finanzministerium lässt mit einem teuren Gutachten die Verfassungsgemäßheit eines Gesetzes überprüfen, welches es selbst geschrieben hat. Und dann wird das auch noch eine Dreiviertelstunde vor der Anhörung der Öffentlichkeit hier vorgestellt, wo hier 100 Anzuhörende sitzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie respektlos kann man als Landesregierung eigentlich mit einer parlamentarischen Anhörung umgehen? Der vierte Akt in diesem Spiel von Taten, Tricksen und Täuschen ist eine Information, die der Finanzminister gerade in sogar zwei kleinen Anfragen von mir zugeben musste. Ministerpräsident Bouffier hat Anfang 2017 bei seinen Westkollegen offiziell darum geworben, wie es heißt, dass es eine Anschlussregelung für die um 29 Punkte erhöhte Gewerbesteuerumlage gibt. Schwarz-Grün wollte also die 400 Millionen € komplett behalten und den Kommunen gar nichts davon geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Glück stand Ministerpräsident Bouffier mit der Initiative alleine da und fand keine Unterstützer. Aber sich jetzt und heute hinzustellen und zu verkünden, das Land verzichte großzügig auf die Umlage und sich dafür feiern lassen zu wollen, dass man das Geld den Kommunen zwar abnehme, aber es ihnen ja wieder zurückgebe, obwohl sie noch kurz davor dafür gekämpft haben, dass die Kommunen nicht einen Cent kriegen von diesem Geld. Das ist schlicht verlogen vom Finanzminister, und das ist auch schlicht verlogen von diesem Ministerpräsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben dem Verstoß gegen die kommunale Selbstverwaltung war das Hauptargument an diesem Gesetzentwurf, dass nach Schutzschirm, Kipp und Hessenkasse erneut das Land vermeintliche Geschenken an die Kommunen verteilt, die diese selber bezahlen dürfen. Harald Semmler vom HSGB brachte das wie folgt auf den Punkt. Diesmal bezahlen wir aber nicht nur das Geschenk selber, sondern auch noch das Papier drumherum und das Schleifchen obendrauf. Er hat völlig recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben ja heute Morgen schon gesehen, wie die Landesregierung die Tatsachen verdreht. Frau Sinemus erzählt hier heute Morgen auf meine Nachfrage, dass die 20 Millionen € für Digitalisierung Landesgeld seien, weil sie aus ihrem Haushalt kommen. Nein, Frau Ministerin Sinemus, das ist kein Landesgeld, nicht ein Cent. Das ist 100% Geld der Kommunen. Hören Sie auf, sich hier hinzustellen und so zu tun, als wären das Landesprogramme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das einzige Landesgeld, das in diesem Programm drinsteckt, sind 2,5 Millionen € für Verwaltungskräfte an Schulen. 2,5 Millionen € von 400 Millionen € Umfang, den das Programm Starke Hessen ja angeblich hat.
2,5 Millionen von 4 Millionen macht 0,6%. 0,6% Landesgeld an diesem Programm. Ich wollte Ihnen mal etwas demonstrieren. Das ist das Modell Lothar Binding. Wenn das das komplette Programm Starke Heimat ist, dann ist der Landesanteil hier unten etwas mehr als ein Strich, liebe Kollegin. Etwas mehr als ein Strich. Die restlichen 89,4% an diesem Programm zahlen die Kommunen selber. Und Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich schon wundern. Der Finanzminister schmückt sich hier mit so vielen fremden Federn, dass selbst er Schwierigkeiten haben sollte, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Herr Minister, ich verstehe es auch nicht, warum Sie das als Landesprogramm verkaufen, wenn da 0,6% Eigenanteil dabei sind. Sie gehen ja auch nicht in den Garten, rupfen einen Grashalm raus und sagen, ich habe den Rasen gemäht, Schatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab über diese beiden Kritikpunkte noch zahlreiche andere in diesem Gesetzentwurf im Rahmen der Anhörung. Sie stehlen sich aus der Kita-Finanzierung, obwohl Sie im Koalitionsvertrag selber versprochen haben, die Mittel des Gute-Kita-Gesetzes des Bundes um 1:1 aufzustocken. Die Wahrheit ist jetzt, im nächsten Jahr gibt es 240 Millionen mehr für die Kommunen. Davon zählt die eine Hälfte der Bund, die andere Hälfte zahlen die Kommunen, und das Land zahlt nicht einen einzigen Cent. Sie sollten sich schämen für diese Art und Weise, wie Sie mit der Kita-Finanzierung umgehen. Sie versehen 200 Millionen Euro. Kommunales Geld mit einer Zweckverbindung. Die 200 Millionen Euro stehen nicht zur Verfügung für Investitionen in den Klimaschutz, liebe Grüne, stehen nicht zur Verfügung für Wohnungsbau, für die Abschaffung von Straßenbeiträgen oder für die Senkung von Steuern. Es soll ja Kommunen geben, die das auch gerne einmal machen würden. Sie instrumentalisieren mit der Umlage den Begriff der Heimat. Sie verteilen einseitig Einnahmen aus Gewerbesteuereinnahmen neu und bewusst gewerbesteuerstarke Kommunen schlechter zu stellen und bevorzugen damit Kommunen, die überproportional beispielsweise an den Anteilen der Einkommensteuer profitieren, denn die wird nicht abgeschöpft und umverteilt. Sie sind der Schlusssatz gewesen? Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Sie betrachten wieder nur die Finanzkraft der Kommunen, aber nicht den Finanzbedarf. Ich zitiere Uwe Becker zum Schluss. Dieses Gesetz ist ein Raubzug, und um den Raubzüglern die Gelegenheit zu geben, darüber noch einmal nachzudenken, beantrage ich hiermit dritte Lesung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Weiß. Auch an Sie aber der Hinweis, dass Hilfsmittel vorher dem Präsidium angezeigt werden, fürs nächste Mal. Als Nächstes hat sich der Abg. Kaufmann von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich will versuchen, es dem Kollegen Weiß nicht direkt nachzumachen, nämlich das Motto, schlechte Argumente bedürfen einer lauten Stimme, will ich eher versuchen zu vermeiden. Wir streiten hier heute, und wie man auch gemerkt hat, heftig über eine Frage, die wir eigentlich alle inhaltlich völlig gleich beantworten. Unsere gemeinsame Aussage lautet nämlich, ab nächstem Jahr sollen die Finanzmittel, die bislang als erhöhte Gewerbesteuerumlage an das Land Hessen flossen, ungeschmälert wieder den hessischen Kommunen zufließen. Niemand in diesem Hause hat bisher etwas anderes gefordert oder vorgeschlagen. Dennoch führen wir eine heftige Auseinandersetzung. Und wir werden es ja wohl auch bis zur nächsten Plenarrunde noch fortsetzen. Wir haben ja gerade gehört, die dritte Lesung steht an. Meine Damen und Herren, warum ist das eigentlich so? Ja, weil wir über das Geld streiten. Genauer gesagt darum, wie es unter den Kommunen verteilt werden soll. Und beim Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf.
weil es eben um einen Verteilungskampf geht, in dem immer fast alle sich zu kurz gekommen wähnen. Und deshalb hörten wir hier in diesem Saal bei der ersten Lesung, an gleicher Stelle bei der Anhörung und Hörung auch heute, durchaus reichlich Verunglimpfungen und Schimpfworte, teilweise in Wiederholung, die nicht alle parlamentarisch zu nennen sind. Ich glaube nicht, lieber Kollege Weiß, dass dies a. in der Sache weiterhilft, noch b. einem der Mitbewerber, da meine ich jetzt die Sozialdemokratie, irgendwelche Vorteile verschafft. Scheint, gehört es nur zum Ritual, und Sie mussten sich einmal einen kräftigen Beifall abholen. Er sei Ihnen gegönnt. Meine Damen und Herren, diese Debatte könnten wir also eigentlich heute sehr entspannt führen, weil die endgültige Entscheidung nicht heute ansteht, sondern erst Ende Oktober. Und insoweit will ich auch in möglichst großer Ruhe eine Reihe von Fakten hier noch einmal auflisten bzw. teilweise wiederholen, weil die bisherigen Debattenredner da locker drüber weggegangen sind. Erste Feststellung. Keiner einzigen hessischen Kommune werden im Jahr 2020 weniger Finanzmittel aus dem KFA zufließen als im Jahr 2019. Keine kommunale Finanzplanung muss sich deshalb mit Mittelkürzungen befassen. Schon eine wichtige Grundlage. Zweiter Punkt. Das Gesamtvolumen des KFA wird im kommenden Jahr rund 6 Milliarden € betragen. Das ist deutlich mehr als jemals zuvor in der Geschichte Hessens. Drittens. Wenn wir die geplante Finanzausstattung der Kommunen im nächsten Jahr, also einschließlich der starken Heimat, mit dem letzten von einem SPD-Finanzminister verantworteten Budget vergleichen, es tut mir leid, Kollege Hahn, dass es schon so lange her ist, dann ist das Bruttovolumen seitdem um 90% gestiegen, der kommunale Finanzausgleich aber um 130%, also 1,4-mal so stark. Und damit werden, das ist offenkundig, die Kommunen in Hessen finanziell heute deutlich besser ausgestattet, als es zu Zeiten der SPD-Regierungen jemals der Fall war. Das sollten Sie nicht vergessen. Meine Damen und Herren, die Finanzzuweisung, das ist der nächste Punkt. Die Finanzzuweisung für laufende Zwecke an die Kommunen sind in diesen Jahren um gut das 2,5-fache gestiegen, also auch ein überproportionales Plus. Und in der Debatte um die Anhörung kommt, das haben wir ja heute eben gerade auch erlebt, von der SPD das Argument, dass die Kommunen über die Mittelverteilung selbst bestimmen können sollten. Da sage ich mir, auch wenn das jetzt wieder Ihren Unwillen erregen wird, das tun Sie auch, gerade mit der starken Heimat. Der Anteil der sachlich gebundenen Mittel im KFA, wir nennen das besondere Finanzzuweisungen, ist seit der Regierungszeit der SPD von damals rund 30% auf gut 25% gesunken. Der Anteil der freien Mittel, der Schlüsselzuweisungen also, ist entsprechend gestiegen. Das heißt, mit dieser Koalitionsmehrheit haben die Kommunen sehr viel mehr eigene Entscheidungsfreiheit als in der Vergangenheit mit Sozialdemokraten in der Finanzverantwortung. Also ist die Behauptung, wir würden den Kommunen vermehrt, verstärkt Vorschriften machen, empirisch falsch. Meine Damen und Herren, durch das Land werden die hessischen Kommunen finanziell insgesamt sehr viel besser behandelt, jawohl, Herr Warnecke, als in der angeblich so rosigen Vergangenheit. Der heftige Streit beruht also auf meiner Einschätzung nach zweierlei. Zum einen auf einer gewissen kommunalen Unersättlichkeit, was ich positiv meine. Das ist doch völlig klar, dass jede Kommune so viel wie irgend möglich Gutes für ihre Bürgerinnen und Bürger tun möchte und jeder Kommunalverantwortliche hier entsprechend darum kämpft. Und das Zweite ist allerdings auch eine sehr unterschiedliche Definition von Gerechtigkeit, ganz offensichtlich. Der Kollege Weiß wusste schon, warum er dieses Thema jetzt locker versucht hat zu umschiffen. Aber gerade wenn man über Verteilung redet, muss man auch über Gerechtigkeit reden. Meine Damen und Herren, was wäre denn eigentlich gerecht, wenn diejenigen, die viel haben, noch das meiste zusätzlich hinzubekommen, oder wenn diejenigen, die wenig haben, wenigstens einige zusätzliche Möglichkeiten bekommen? Was ist dann gerecht?
Meine Damen und Herren, man musste wahrscheinlich etwas genauer hinhören bei unserer Anhörung. Die Stimmen aus allen Landesteilen, die geradezu in Dankbarkeit für das starke Heimatgesetz formulierten, waren nicht sehr dominant. Das stimmt. Sie waren nicht sehr dominant. Lange nicht so dominant wie die Beschimpfungen durch die finanzwirtschaftlichen Potenzprotze. Aber sie waren durchaus sehr eindrucksvoll. Von Ahnatal über Schotten bis Fischbachtal oder Riedstadt hörten wir von den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin, übrigens jenseits der Parteizugehörigkeit, eine positive Bewertung. Im Gegensatz zu anderen Äußerungen ging es diesen Verantwortungsträgern nämlich um das Wohl ihrer jeweiligen Kommune und den dort lebenden Menschen. Und es ging ihnen nicht um das Prinzip. Ich möchte doch ein Zitat aus der Anhörung vortragen. Der Bürgermeister von Fischbachtal hat Folgendes, ich fand das sehr beeindruckend, uns hier erzählt. Bei einem derzeitigen Jahresüberschuss von insgesamt pro Jahr 3.400 € bekämen wir in der Tendenz durch das starke Heimatgesetz ein Mehr von über 80.000 €. Als direkt gewählter Bürgermeister könnte ich nachts nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich aufgrund von Prinzipien sagen würde, ich finde das Gesetz aber nicht gut. Meine Damen und Herren, das ist das, was wir mit finanzwirtschaftlicher Solidarität meinen und warum das starke Heimatgesetz eben genau die richtigen Wirkungen erzielt. Dagegen stellen wir doch noch einmal einen sozialdemokratischen Bürgermeister aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich finde, er hat unübertrefflich formuliert. Er sagte uns, ich zitiere, ich habe mir auch die Zahlen nicht so genau angeschaut, weil es ums Prinzip geht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es geht keinesfalls nur um das Prinzip, um des Prinzips Willens, sondern es geht um gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land. Nicht ohne Grund haben wir diese Aufgabe als Staatsziel ja in unsere Verfassung mit aufgenommen, im letzten Jahr übrigens damals auch mit Zustimmung der SPD. Das Bemühen um gleichwertige Lebensbedingungen ist auch ein Bemühen um Gerechtigkeit. Und da ist es besonders bedauerlich, dass die hessische SPD-Landtagsfraktion dies offensichtlich vorsätzlich total ignoriert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, haben Sie denn übersehen, dass Ihr heute gerade frisch gewählter Fraktionsvorsitzender im Bundestag, herzlichen Glückwunsch übrigens von hier aus, Rolf Mützenich, auf die Frage, wofür brauchen wir die SPD, kürzlich geantwortet hat, die SPD macht das Land gerechter. Meine Damen und Herren, die Position, die unsere Fraktion der SPD hier zu diesem Gesetzesvorhaben starke Heimat einnimmt, zeigt uns allerdings, dass für die hessischen Gemeinden die SPD gar nicht gebraucht wird. Denn sie macht es nicht gerechter, ganz im Gegenteil. Vielleicht sollten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, darüber einmal etwas nachdenken. Wir haben nämlich jenseits der von Ihnen so behaupteten bürokratischen Gängelung, nämlich eine sachadäquate Mittelverteilung vorgesehen in unserem Gesetz. Da wird Steuerstärke ebenso berücksichtigt wie Finanzschwäche. Und es wird sichergestellt, dass für jedes Kind gleich viel geleistet wird, egal ob die Wohngemeinde arm oder reich ist. Schließlich sind uns die Kinder in Hessen überall gleich viel wert. Und obendrein führt diese Kombination bei den Finanzzuweisungen auch dazu, dass nur ein Teil nicht in die Umlagegrundlagen einfließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Es sei mir nur noch der Hinweis gestattet, dass mit dem starke Heimatgesetz nicht nur knapp 80% der hessischen Kommunen finanzielle Vorteile erlangen, sondern dass hiervon auch eine deutliche Mehrheit der hessischen Bevölkerung profitiert. Deshalb ist das Gesetz von der Konzeption her ein richtiges und gutes Gesetz, das wir nach der Endsberatung beim nächsten Mal auch ins Gesetzblatt bringen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Als Nächstes hat sich der Abg. Schalauske von der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich nutze jetzt meine Redezeit, um auf ein paar Argumente des Kollegen Kaufmann direkt einzugehen. Erstens, Herr Kaufmann, Sie haben behauptet, die Finanzmittel werden ungeschmälert den Kommunen weitergegeben. Auch das ist so nicht uneingeschränkt richtig. Warum? Weil es aus Sicht der Kommunen schon
die Weitergabe schmälert, wenn sie eben nicht im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung selber über die Verwendung ihrer originären Mittel entscheiden können. Zweitens. Die Hälfte des Geldes, das Sie weitergeben wollen, landet im Landeshaushalt. Das heißt, die Kommunen sind Jahr für Jahr darauf angewiesen, dass eine Mehrheit des Landtags ihnen dieses Geld auch weiter zur Verfügung stellt. Deswegen ist das eben nicht eine ungeschmälerte Weitergabe des Geldes. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Zweitens. Sie sagen, die Mittel an die Kommunen werden überhaupt nicht gekürzt. Das mag eine richtige Seite haben. Aber Sie scheinen bei der Anhörung nicht denjenigen Kommunen zugehört zu haben, die nach dem Auslaufen des Solidarpakts und des Fonds Deutsche Einheit und damit der Versicherung, dass mit der Abschaffung der Gewerbesteuerumlage die Kommunen wieder voll und ganz über ihre Gewerbesteuereinnahmen entscheiden können, dass viele Kommunen damit gerechnet haben, dass sie auch diese Gelder einsetzen können und sie mindestens einmal in ihrer mittel- und langfristigen Planung berücksichtigt haben. Auch das haben Sie jetzt nicht berücksichtigt durch Ihre Änderungen. Drittens. Wenn Sie sagen, dass die Erhöhung der KFA ja so ausnahmslos gut sei, weil er sich seit Jahren deutlich erhöht habe, dann verschweigen Sie natürlich, dass das Ausdruck einer guten konjunkturellen Lage ist und weniger einer guten Politik der Landesregierung. Und wenn der KFA so gut funktionieren würde, dann stellt sich ja die Frage, wofür brauchen Sie dieses Umlagegesetz und warum stecken Sie die Mittel nicht in den KFA, um Ihren eigenen KFA zu stärken? Dann haben Sie viertens von kommunaler Unersättlichkeit gesprochen, von kommunaler Unersättlichkeit, Herr Kaufmann. Man fragt sich, was haben die Kommunen denn eigentlich in den letzten Jahren auch durch die CDU-geführten Landesregierungen zu erleiden haben? Kürzungsprogramme, strukturelle Unterfinanzierung, eine mangelhafte Bedarfsorientierung. Und da reden Sie von kommunaler Unersättlichkeit, wenn die Kommunen darauf insistieren, dass die Gelder, die ihnen zustehen, dass sie die auch selber verwenden wollen. Ich finde im Gegenteil, eine Landesregierung, die bei ihren kommunalen Investitionsprogrammen, die bei Gesetzen wie Hessenkasse oder auch bei der Kita-Finanzierung sich reichlich beim Geld von anderen, wahlweise beim Bund oder bei den Kommunen bedient, die ist in Wirklichkeit unersättlich. Und der fünfte Punkt. Sie haben von einigen positiven Stellungnahmen gesprochen, die es ja auch in der Anhörung gegeben hätte. Und es gab da Kommunen, wenn man genau hingehört hätte, die sich positiv auf den Gesetzentwurf von Ihnen oder der Landesregierung, das ist ja nicht so ganz klar, bezogen hätten. Wissen Sie, wie viele es waren? Ich glaube, es haben sich nur 4 Kommunen uneingeschränkt für ihren Gesetzentwurf ausgesprochen. Es haben sich sogar Kommunen, die von ihrem Gesetzentwurf profitieren würden, ausdrücklich gegen das Gesetz ausgesprochen, weil sie gesagt haben, klar, wir würden zwar ein bisschen mehr Geld bekommen, aber wir wollen diese Gutsherrenart nicht, wir wollen diesen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung nicht, und deswegen sehen sie von diesem Gesetzentwurf ab. Das haben sogar die Kommunen gesagt, die davon profitieren würden, und deswegen sollten sie diese Stimmen ernst nehmen. Und dann haben Sie von Gerechtigkeit gesprochen. Ich meine auch das, was ist denn daran gerecht, wenn man in diesem Maße in die kommunale Selbstverwaltung eingreift? Was ist denn daran gerecht, wenn man grundsätzlich wünschenswerte politische Ziele definiert, wie die Stärkung der Kinderbetreuung, Krankenhausinvestitionen, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, Schulsekretariate und Digitalisierung? Alles politisch wichtige Punkte. Das versuchen wir Ihnen hier seit Jahren zu erklären, und viele Ihrer Schritte gehen uns da nicht weit genug. Aber warum noch einmal nehmen Sie das Geld der Kommunen, um diese politischen Programme zu finanzieren? Und warum nehmen Sie nicht originäre Landesmittel in die Hand und geben diese den Kommunen, die dann in diese Dinge investieren können? Das wäre gerecht, Kollege Kaufmann. Und abschließend will ich Ihnen noch einmal sagen und auch nicht vorenthalten, die Kommunen haben es ja gesagt, also in unseren Diskussionen vor Ort um dieses Gesetz Starke Heimat Hessen, dessen
Titel auch auf große Ablehnung gestoßen ist, weil man sich fragt, was hat das eigentlich mit Heimat zu tun und ist das der richtige Heimatbegriff, wenn man in die kommunale Selbstverwaltung eingreift. Aber Sie haben gesagt, aus unseren Reihen sind uns viele Bilder berichtet worden, wie man dieses Gesetz beschreiben soll. Eines ist, die Landesregierung und allen voran der Finanzminister, der ja auch dann das noch mit dem Gutachten irgendwie auf den Weg bringen musste für ein Gesetz der Koalitionsfraktionen, das ja dann eigentlich doch die Landesregierung geschrieben hat und an dem es erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gegeben hat. Da hat man dann selber noch ein eigenes Gutachten besorgt. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, auch schwerpunktmäßig mit dem Finanzminister auseinandersetzen. Der stellt sich gerne als Robin Hood dar, als Kämpfer der Gerechten, und auch Herr Kaufmann hat von Gerechtigkeit gesprochen. Wissen Sie, wie die Kommunen ihr Wirken wahrnehmen und welche Rolle die Kommunen ihnen zuschreiben? Die Kommunen sagen, hier sitzt nicht Robin Hood als Kämpfer für Gerechtigkeit, sondern hier sitzt eher der Sheriff von Nottingham, der unsere Gelder nach eigenem Gutdünken verteilt. Und einen Sheriff von Nottingham, den können wir nicht gebrauchen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen hier in Hessen, wenn es Ihnen doch mit einer Robin Hood-Attitüde ernst gemeint wäre, dann glaube ich, und wenn Sie für mehr Gerechtigkeit sorgen wollen, dann glaube ich, sollten Sie mit Landesmitteln dafür sorgen, dass die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen aufgehoben wird, dass die Kommunen mehr Mittel haben, um sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu benutzen, dass sie die politischen Erfordernisse wie Krankenhausfinanzierung, öffentlicher Nahverkehr und vieles mehr, dass sie das mit ihren eigenen originären Mitteln bezahlen. Und wenn Sie dann abschließend noch der Oberkämpfer für Gerechtigkeit sein wollen, dann setzen Sie sich gemeinsam mit uns und anderen dafür ein, dass wir eine gerechtere Besteuerung des gesellschaftlichen Reichtums in diesem Lande kommen. Eine Vermögenssteuer, die würde dem Lande Hessen zugutekommen. Und sie würde auch dafür sorgen, dass wir die Kommunen besser ausstatten können. Dann bräuchte es auch nicht diese unnötigen Gesetze, die die falschen Titel tragen, wie die starke Heimat Hessen. Vielen Dank.